Unsere Sevennenreise 2013 führt uns auch wieder mal in das wunderschöne Weintal des Orb nach Tarasac. Hier haben wir uns früher oft rumgetrieben und wir freuen uns im Herbst 2013, dass alles so geblieben ist wie einst. Mit einer Paddelfamilie von der Weser schippern wir an 2 Tagen den steinigen Orb hinunter. Umschlag, ich bin noch nicht hier. Da muss flach. Am herbstlich einsamen, aber sonnigen Orb treffen wir auf dem rustikalen, aber landschaftlich wunderschönen Campingplatz von Tarasac eine Paddlerfamilie von der Weser, die wir bisher nur aus dem Internet kannten. Das Besondere an diesem wunderschönen Paddeltag auf dem Orb besteht darin, dass ich nach 17 Jahren heute erstmals wieder mit meiner heute 19 Jahre alten Tochter Samira im Grabner Luftboot Outside den Orb runter paddle. Und was ich damals mit der kleinen Samira zum Glück tunlichst vermeiden konnte, passiert heute ungeplant auf Anhieb. Wir kentern. Die Paddlerfamilie von der Weser, die uns heute im knappen Wasser des steinigen Orb begleitet, ist bisher in Südfrankreich schon Ardèche und Tarn gepaddelt. Doch für den Orb mit seinen zahlreichen Blockfeldern sind ihre langen Wanderboote eher ungeeignet. Daher leihen wir ihr 2 taugliche PE-Kajaks aus unserem umfangreichen Fuhrpark. Doch es wird trotzdem mühsamer als vermutet. Es ist verdammt schwierig, sich durch die unzähligen Monsterkiesel hindurch zu lavieren. Und die ersten, die es heute erwischt, sind meine Tochter Samira und ich im großen, wildwassertauglichen Outside. Wir kippen einfach um und landen Outside. Die wasserdichte GoPro-Kamera am Bug des Bootes hält's fest und bekommt ein paar neue Schrammen. Erwischt man im breiten, steinigen Orb den falschen Weg, sitzt man prompt fest. Doch unser Hyperlon-Schlauchboot der Firma Grabner, das wir schon seit 20 Jahren über steinige Flüsse von Norwegen bis Spanien gequält haben, übersteht auch den heutigen Tag schadlos.
Im Gegensatz zu Samira und mir. Wir handeln uns zahlreiche blaue Flecken ein. Aber solche Erlebnisse gehören zum Paddeln auf Wildflüssen dazu. Wie das Salz an der Suppe. Auch wenn die Suppe manchmal versalzen wird wie heute. Eins sei hier noch angemerkt, trotz aller Umkipper, Hängenbleiber und Stopper, trotz aller Blessuren. Das gemeinsame Paddeln im legendären Auszeitmachen meiner Tochter Samira und mir heute richtig Spaß. Der Orb ist ein leichter Wildfluss, wie die beiden beliebtesten Kanuflüsse Südfrankreichs, Ardèche und Tarn. Trotzdem ist Schutzkleidung wie Neopren, Schwimmweste, Helm und festes Schuhwerk dringend zu empfehlen.
Man liegt schnell drin, wie wir heute beweisen, knallt gegen Steine und robbt durch dorniges, rutschiges Unterholz. Das wäre in Bikini und Badehose fatal. Hier ist Samira unseren Kanufreunden von der Weser bei einer Bergungsaktion behilflich und schafft ein herrenloses Kajak über den Fluss, damit es anschließend beherzt weiter flussabwärts geht. Die unverbauten Flussufer des Orbs sind meist unbegehbar und dicht bewachsen, auch mit ätzendem Dornengestrüpp. Die Stromschnellen und zahlreichen Blockfelder zu umtragen ist beinahe unmöglich. Wer sich also auf den Orb begibt, der muss durch, bis zum nächsten brauchbaren Ausstieg. Eine Tour an x-beliebiger Stelle abzubrechen ist unmöglich. Auch leichte Wildflüsse haben ihren Preis. Doch dafür sind sie schöner und spannender, wie das Zahnwasser auf Lahn oder Weser.
Hier haben wir unser heutiges Tagesziel erreicht. Morgen geht es an dieser Stelle weiter, allerdings in Kajaks. Für den Outside führt der Orb im Moment zu wenig Wasser. Wir wollen das altgediente Grabner Luftboot nicht mutwillig zerstören. Dafür mögen wir es viel zu sehr.